Ja, das erklärt natürlich, warum ich mich zwar reden hören habe, aber ihr mich nicht reden konntet und der Ausschlag und es nicht ausgeschlagen hat, weil ich mein Mikro ausgemacht habe. Jo, läuft, ja, geiler Anfang. Ja, also es tut mir gerade leid, dass ihr mich nicht hören konntet, aber wir haben in Finntrop jetzt angefangen. Den dritten Teil, also wir sind hier gestartet, wo wir auch wieder ein Kreuz hatten und fahren jetzt nach Plettenberg und müssen jetzt hier 80 fahren, weil wir jetzt in eine 80er-Zone mal wieder kommen, wie man hier angekündigt sieht. Die 120 ist eine Lok, die fast so ähnlich wie die 111 aufgebaut ist. Also von Cockpit. Es ist eigentlich fast wie bei der 111, bloß dass die 111 halt keine LCB hat. Das ist der Grund, warum das dann nicht so arg nahe kommt. Ja, wir sind schon wieder zu spät. Ja, wenn wir hier auch 80 fahren müssen, warum muss man hier 80 fahren, bitte? Kann mir das irgendjemand erklären? Also ich weiß es nicht. Ja, irgendwie ist das nicht mehr alle. Haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank? Auf jeden Fall, ja. Ihr könnt mich jetzt auf jeden Fall hören. Das freut mich auch, dass das soweit ist. Ich mache jetzt mal das aus, weil es realitätsnah rüberkommt. Ja, also ich mache ein bisschen die Musik lauter, dass ihr sie auch hören könnt. Also ich mache das aber nicht so laut, dass ihr mich auch nicht mehr hören könnt. Auf jeden Fall gibt es bei mir mittlerweile keinen Säbeldampfer mehr. Ja, das sind die Sonneneffekte, also die Schatten von den Bäumen. Produzieren. Den Schattenfall. Das ist hier übrigens das Cap von der 120 von VR. Ja, so sieht. Ja, das erklärt natürlich, warum ich mich zwar reden hören habe, aber ihr mich nicht reden konntet und der Ausschlag und es nicht ausgeschlagen hat, weil ich mein Mikro ausgemacht habe. Jo, läuft, ja, geiler Anfang. Ja, also es tut mir gerade leid, dass ihr mich nicht hören konntet, aber ja, das erklärt natürlich, warum ich mich zwar reden hören habe, aber ihr mich nicht reden konntet und der Ausschlag und es nicht ausgeschlagen hat, weil ich mein Mikro ausgemacht habe. Jo, läuft, ja, geiler Anfang. Ja, also es tut mir gerade leid, dass ihr mich nicht hören konntet, aber wir haben in Finntrop jetzt angefangen. Den dritten Teil, also wir sind hier gestartet, wo wir auch wieder ein Kreuz hatten und fahren jetzt nach Plettenberg. Und müssen jetzt hier 80 fahren, weil wir jetzt in eine 80er-Zone mal wieder kommen, wie man hier angekündigt sieht. Die 120 ist eine Lok, die fast so ähnlich wie die 111 aufgebaut ist. Also von Cockpit. Es ist eigentlich fast wie bei der 111, bloß dass die 111 halt keine LCB hat.
ist der Grund, warum. Ah, da vorne ist die Lampenfalle. Kündigen wir uns mal an. Oh. Servus. Ja, da habt ihr schon die schöne Lampsamfahrstelle von Trainworld mal wieder gesehen zum zweiten Mal. Der werden wir heute noch öfters begegnen. Hier sieht man schön unseren Schatten, das finde ich cool. Den Lampschatten. Ja, wir kommen in Plettenberg wieder zu spät. Das liegt aber daran, dass wir halt immer langsam verstehen haben und halt runterbremsen müssen, und deswegen kommen wir dann ein bisschen zu spät. Ja, da war die Ankündigung auf der anderen Seite für die, natürlich von der PCB, nicht mit Stromschlag. Nee, das würde sowieso nicht passieren. Ja, man kann wieder sehen, wie flüssig es läuft, also phänomenal echt. Ja, jetzt kommen wir gleich in Plettenberg rein, jetzt müssen wir gleich 70 fahren und dann dürften wir wieder 100, aber wir fahren ja dann über einen weichen Bereich bis zum ersten Gleis. Deswegen müssen wir da auch runterfahren mit der Geschwindigkeit. Yo, also hier sind wir kurz vor Plettenberg. Ich mache noch ein Foto.
Jo, also so sieht das Spiel dann aus. Also ja, es ist ziemlich nice. Und weil ich gedacht habe, ich habe ja noch Zeit, nehme ich euch schon den dritten Teil auf und lasse ihn durch Camtasia laufen. Und dann kann ich das nämlich heute noch dann das Handbrake laufen lassen und morgen oder heute da nicht noch hochgehen, nachdem wie schnell diese Aufnahme im Kasten ist. ZS, also ein Vorsignal. Gibt's auch spezielle Bezeichnungen? Die ich aber nicht weiß. Nein. Ich wollte nicht beschleunigen. Genau, der nächste Halt ist Blättenberg. Genau, der nächste Halt ist dann Blättenberg, wo sich der Ausstieg auf der linken Seite befindet. Ja, es läuft doch eigentlich relativ flüssig, also muss ich sagen, top. Nach Cash lernen, es hilft echt mal. Empfehle ich gern weiter den Cash. Lernen, dann läuft es nämlich wieder flüssiger. Das ist nämlich bei mir auch so gewesen. Und seitdem läuft es flüssiger. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Blättenberg auf Gleis 1. Der Ausstieg befindet sich dort in Fahrtrichtung links. Ladies and Gentlemen, in few minutes we arrive Plattenberg. We wish you a good day and thank you for choosing with German Railways. The train personnel say goodbye and wish you a good day. Ja, schnell dran kommt hier wie immer. This day.
Ja, also da geben wir jetzt mal schön Gas und fahren nach Werdohl weiter, weil wir Plettenberg auch nicht geschafft haben. Aber es geht mir, wie gesagt, wie ich in den letzten Folgen gesagt habe, nur um das Video und nicht um die Aufgabe. Also ich will euch ja nur das Spiel zeigen und nicht jetzt halt die Aufgabe, aber ich will euch jetzt auch damit nur halt das in einem Let's Play zeigen, und mir ist jetzt im Moment das Szenario noch nicht so wichtig. Es geht mir, dass ich eher Spaß habe und mir geht es gar nicht so, dieses Szenario zu schaffen, weil ich es immer noch, weil man es immer noch mal spielen kann und es jetzt nicht gleich fertig haben muss. Von daher ist es dann schon. Okay, ja, der nächste halt ist dann Werdohl. Und ja, wir werden dann sehen, was dann so passiert. Und wir sehen uns dann in Werdohl wieder. Also bis gleich. Ja Leute, also wir sind jetzt kurz vor Werdohl. Ja, also wir befinden uns jetzt wieder. Also wir befinden uns jetzt kurz vor der Einfahrt in Werdohl. Natürlich werde ich auch dieses Szenario ohne F4-Monitor fahren, da ich die Strecke schon ziemlich gut kenne und genau weiß, wann der Bahnsteig kommt von Werdohl. Oder?
Also mir war gerade die Musik ein bisschen zu laut, ne? Aber es ist ja jetzt wieder leiser. Ist ja jetzt noch bei Lautstärke 5. Und das reicht jetzt auch völlig aus, weil wir jetzt ja in Werdohl gleich ankommen. Und dann könnt ihr auch mal sehen, wie Werdohl jetzt aussieht und nicht mehr in der älteren Version, sondern in der neuesten Version. Jetzt kommt gleich die Anzeige wieder. Also ich meine Gosch. Ja, also jetzt wird wahrscheinlich gleich die Anzeige kommen, deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen drauf achten und dann auch in dem Moment ruhig sein. Natürlich ist Werdohl nicht der größte Bahnhof in NRW, auch nicht in dem Sim auf der Strecke Hagensiegen V3. Ja, also die Anzeige ist ziemlich leise. Aber man hat zumindest irgendwas mit Werdohl verstanden. Ja, also jetzt kommen wir in Werdohl an, deswegen kommen wir gerade runter. Machen wir schnell unsere Scheibe sauber. Jetzt auch nicht ganz langsam reinfahren. Hier ist auf jeden Fall Werdohl, das fängt hier auch an, wie man erkennen kann. Ja, also hier ist Werdohl, für der, der es noch nicht wusste, liegt bei den Hektometertafeln Punkt 39.0.
Ja, da fahren wir weiter aus Werdohl. Der nächste Halt ist dann Altena. Und danach kommt schon Letzmate und dann endet auch dieses Szenario. Und es wird schon geil werden. Also, macht euch schon mal. Also wir sind hier gerade im Szenario, wie es jeder sehen kann, am Schleppen alles sieben. Ja, in dem Szenario geht es darum, dass wir ein RE 16 abschleppen müssen, da dieser durch durch eine kaputte 111 nicht weiterfahren konnte und wir praktisch gerufen wurden, um diesen Zug an sein Ziel zu bringen. Schöner Fluss. Gleich der 100. Ja, auf jeden Fall tun wir jetzt wieder beschleunigen auf 100. Dann kommen wir in Altena an und von dort aus geht es dann nach Letzmate. Dort geht auch ein Streckenzweig nach Iserlohn. Das ist auch in NRW. Der klappt noch im Kreis Letzmate. Der nächste Halt wäre auf dieser Strecke dann Letzmate Dächen. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer kaputten 111 hat dieser Zug eine Verspätung von circa 2 Minuten und 15 Minuten. Wir entschuldigen uns für diese Verspätung. Da oben ein schönes Kraftwerk mit schönen Türmen. Wir fahren jetzt hier schon um die Kurve. Wir legen uns in die Kurve. Nein. Nee, Spaß. Ja, also das ist meine YouTube-Playlist für YouTube-Videos. Werde ich auch öfters benutzen, weil diese Video-Dinger nämlich frei sind von GEMA etc. Das sind nur Copyright-Songs. Deswegen ist es ja so schön und ja, da kommt uns eine 101 entgegen. Ne, 143, ja, mit N-Wagen. Neu, servus. Oh, Sandwich. Mal ganz selten. Ja, also falls ihr jetzt fragen solltet, was bei der Deutschen Bahn ein Sandwich ist. Ein Sandwich ist ein lokbetriebener Zug, der auf beiden Enden eine Lok hat. Bei der ersten Lok ist der Stromabnehmer auf der
ist der erste Stromabnehmer oben und bei der zweiten noch der zweite. Das nennt sich dann ein Sandwich-Betrieb, weil in diesem Zug, betriebenen Zug, zwei Loks dranhängen. Meinst du, das sind 201er oder 243er oder 214er oder 112er? Oder halt 218er. Aber die sind auch schon sehr. Die fahren nur noch in Bellevue nach Lindau. Von Ace aus von Stuttgart. Bellevue muss ich gar nicht mehr erklären, weil Bellevue Baden-Württemberg bedeutet. Baden-Württemberg hat auch, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, den ältesten, die ältesten Wagen- und Fahrgastgarnituren. Das ehrt natürlich mich, weil ich in Baden-Württemberg wohne, in der Nähe von Stuttgart. Das ist natürlich cool für mich, dass ich sowas erleben darf, in Bundesland wohnen. Und ich weiß es auch, weil nämlich bei uns noch N-Wagen fahren von Mannheim oder Heilbronn aus oder Stuttgart. Von Stuttgart nach Frankfurt oder nach Karlsruhe. Also es ist unterschiedlich. Auf jeden Fall Also ich nehme jetzt, wie ihr schon mitgegeben haben müsstet, nehme ich eine 90 Minuten Aufgabe auf und halte jetzt drei Teile, weil ich so geil bin. Nein, Spaß. Bestätigen und ja keine Transparenz kassieren. Ja, wir sind jetzt kurz vor Altena. Ja, wir sind jetzt bei Altena. Anfahrt, eigentlich müsste das Einfahrt heißen. Es gibt nämlich Asig und Esig. Wir dürfen hier nur 80 davon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür muss, deswegen tue ich einfach immer mal irgendwas sammeln. Später hätte ich es nämlich bestätigen müssen und dann kriegt ich eine Wand durch. Und der PCB und das will ich nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Altena auf Gleis 1, auf Gleis 2. Der Ausstieg befindet sich dort in Fahrtrichtung links. Ladies and Gentlemen, in few minutes we arrive Altena on platform 2. The exit is on the left side. We wish you a good day and thank you for choosing with German Railways. So. Oben die schöne, wenn der Baum weg ist, da oben die schöne Burg von Altena. Echt ein Meisterwerk, diese Burg. Ja, wir fahren auch schon 50. Aber ich tue jetzt trotzdem schon mal
wir legen den Hebel. Ja, ich hole da Stimme hin, Alter. Na? Die hätten wir um 40 sein müssen, sind aber schon ein bisschen aktiviert. Ein bisschen spät dran. Wir schließen gleich die Tür, aber ich mach dann noch einen Sicherheitsblick. Ja. See you.
Mann, wo bleibt denn die Musik? Ja. Oh. Jo, egal jetzt, Mann. Wie lange ist es denn schon noch? Jetzt mit Mathe. Nicht mehr lange. Aber ich will jetzt halt auch keine neue Programmierung, sonst heißt es wieder ein bisschen kurz und. Ja, Leute, also die Folge hier hat jetzt ein bisschen Überlänge, aber das liegt daran, dass wir ja jetzt noch nach Le Mate fahren und das ist warum? Ja, ich mache eigentlich ungern eine Stunde Video, aber ich habe keine Wahl, ich muss euch gut möglich wahrscheinlich sein, eine Stunde Video aufzunehmen wegen den Ding do. Ja, Leute, tut mir jetzt leid, dass ich euch jetzt so ein langes Video wahrscheinlich rausbringen werde, aber weil indem ich schon bei der Vorne nämlich schon jetzt zum Laufen kommt, ich hoffe, dass ich das jetzt noch schnell hinkriege, dahin zu kommen. Ja, ich gehe mir auf 90 runter. Machen wir nochmal halbe sauber. Kollege kuppelt dann 15 Lock ab. Weil soweit ich weiß, haben wir dort dann Feierabend. Dann ja, also eine Stunde Video machen,
ich jetzt nicht so der Typ davon. Also. Genau. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Let's Marcel. Der Ausstieg befindet sich dort in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ladies and Gentlemen, in few minutes we arrive Le Martin on Platform 2. The exit is on the left side. We wish you a good day and a pleasant journey. Thank you for traveling, for choosing German Railways and... and Davy Radio. Say goodbye and... on next week or... next day, say hello and welcome on board the... train to have. Da kommt sie runter jetzt. Notbremsung machen. Schnellbremsung bin ich von. Ja, meine Damen und Herren, da ändert auch das Szenario. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es... Wir sehen uns ja nächstes Mal in einer neuen Folge. In der Folge 16, dann sage ich nur so. Also bis dahin und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, da diese Folge morgen rauskommt. No lead arguments to show info mysterious. Ja, auf jeden Fall hat das Szenario hier geändert. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.